und willkommen. Der größte Blade aller Zeiten. Das zumindest ist momentan der Blade 500 3D von Horizon Hobby, der vor kurzem ausgeliefert wurde. Zum Lieferumfang des RTF-Sets gehört die komplett flugbereit montierte Mechanik. Ebenfalls der Spektrumsender DX6i, der bereits vorprogrammiert ist. Ferner ein Lipo-Ladegerät für den Anschluss an 12 Volt Ausgangsspannung. Ein 6S Lipo-Pack mit einer Kapazität von 2900 mAh und natürlich wie gewohnt von Horizon Hobby eine sehr ausführliche Bedienungsanleitung, die unter anderem auch Programmierbeispiele beinhaltet für andere Spektrumsender. Die Basis der Mechanik bilden zwei miteinander verschraubte CFK-Seitenteile. Markant ist der obere Domlagerbock aus Aluminium, an dem die beiden Rollservos senkrecht montiert sind. Das Nick-Servo liegt in der rechten Chassishälfte und ist liegend untergebracht. Der Blade 500 3D verfügt über ein einstufiges Getriebe. Über dem Hauptzahnrad befindet sich das große Zahnriemenrad für den Heckabtrieb. Der entsprechende Zahnriemen wird über zwei Umlenkrollen geführt. Das Antriebsequipment besteht aus dem 520er Außenläufermotor mit 1300 Umdrehungen pro Volt in der Minute. Ebenfalls aus dem Controller mit 70 Ampere. Er verfügt ebenfalls über ein BEC-Ausgangskabel mit einer stabilisierten 5-Volt-Spannung. Der Blade 500 3D hat einen klassischen Zweiblattrotor mit Stabilisierungsstange. Im Mittelpunkt steht das Aluminium-Zentralstück, Pitch-Kompensator und die Bell-Hiller-Mischhebel sind komplett kugelgelagert und die gesamte Anlenkung ist extrem spielfrei. Die Steuerkulisse der Hilfsrotorstange ist sehr stabil und verbindungssteif ausgeführt. In den Blatthaltern sitzen jeweils zwei Radial- und ein Axiallager. Die Blattlagerwelle ist 5 mm stark. Für die Heckrotor-Performance sorgt das neue schnelle Horizon Speed Servo in Kombination mit dem Gyro G210, den wir bereits vom Blade 450 3D her kennen. Der 6-Kanal-Spektrumempfänger ist im hinteren Bereich auf einer Plattform befestigt, wobei die Buchsenleiste sehr gut zugänglich ist, zum Beispiel zum Einstecken des Beinsteckers. Der 6-Kanal-Empfänger ist kombiniert mit einem Satellitenreceiver. Der riemengetriebene Heckrotor hat einteilige Blatthalter, die serienmäßig mit sogenannten Propeller-Momentgewichten ausgestattet sind. Die Pitch-Schiebehülse ist doppelt angelenkt. Das Ganze erfolgt über einen 90-Grad-Umlenkhebel, der wiederum von einem 2 mm Stahldraht angelenkt wird. Dem RTF-Set liegt ebenfalls die vorprogrammierte DX6i bei. Dabei sind die wichtigsten Bedienschalter zum einen der sogenannte Autorotationsschalter, den finden wir hier oben rechts an der Stirnseite. Ferner ist wichtig der sogenannte F-Mode-Schalter. Mit ihm können die beiden Flugphasen aktiviert werden, Normalflug und Stuntflug. Stunt ist die höhere Drehzahl, die den Regler voll durchschaltet. Ferner ist der Sender mit Dual-Rate-Schalter ausgestattet. Zum einen für die Funktion Roll, auf der linken Seite für die Nick-Funktion und wir finden auch einen Dual-Rate-Schalter für den Heckrotor. Wir können jeweils durch Schalteraktivierung nicht nur den Ruderweg bestimmen, sondern auch den Exponentialanteil für die jeweilige Funktion.
Ein weiterer Schalter ist der sogenannte Gyro-Schalter. Mit ihm können wir zwischen zwei verschiedenen Empfindlichkeiten den Gyro vom Sender aus umschalten. Das Menü der DX6i ist sehr übersichtlich gestaltet und wird bedient mit dem rechten Druck-Roll-Taster. Ein Druck, man gelangt ins Adjust-List-Menü. Möchte man beispielsweise die Drehzahl verändern, ist die Throttle-Curve aufzurufen. Ein Druck auf den Taster und schon sieht man die entsprechend vorprogrammierte Gaskurve. Die steht hier auf 80%. Möchte man beispielsweise jetzt den Wert etwas reduzieren, ist für die gerade aktive Normalflugphase der entsprechende Wert für den Punkt 3, das ist exakt in der Mitte, zu verändern. Das geschieht durch einfaches Scrollen des Drehrads. So kann jeder Punkt der Gaskurve angewählt werden. Es sind insgesamt 5. Signalisiert werden sie durch den entsprechend senkrechten Strich, der die jeweiligen Punkte markiert. Nach gleichem 5-Punkt-Kurvenprinzip funktioniert auch die Pitch-Kurve. Links jeweils die Phasen Normal, Stunt und Autorotation.